Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute geht es um die Herausforderung einen Meteor einsammeln. Das ist eine legendäre Herausforderung für 150 Erfahrungspunkte. Und zwar befinde ich mich genau hier in der Mitte am Schwarzen Turm. Aktuell stehe ich jetzt mehr auf I drauf, so das ist so die Grenze zwischen H und I, wobei ich auch schon mal hier oben was gesehen hatte und auf der 9. Also ihr könnt sagen, dieses ganze Gebiet hier, diesen ganzen Kreis, da könnt ihr nachsuchen. Und zwar nach diesen goldlich aussehenden Steinen hinter mir. Die haben einen kleinen Trick und zwar müsst ihr dafür euren Bogen nehmen. Aber ihr dürft nicht die normalen Pfeile benutzen, sondern ihr braucht spezielle Sprengpfeile. Wenn ihr die eingelegt habt, dann solltet ihr ein bisschen Abstand nehmen. Einmal drauf zielen und das Ganze wird dann aufgesprengt. Wenn ihr dann eine höherwertigere Spitzhacke dabei habt, dann könnt ihr das Ganze einfach ernten und ihr habt Sternenmetallerz gesammelt. Ja, und wie ihr gesehen habt, das ist dann auch die Herausforderung, einen Meteor einsammeln. Ich musste dafür zwei Stück machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Zufall war oder ob ihr tatsächlich mehrere mal freilegen müsst, damit ihr wirklich diese Herausforderung abschließen könnt. Aber auf jeden Fall hat es beim zweiten Versuch dann endlich geklappt. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut euch auch gerne meine weiteren Videos zum Thema Battle Pass an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.